Dieses Kopfüber und Querfeld eingelaufen ist irgendwie witzig. Im Tunnel. Das schaut schon extrem geil aus, aber richtig gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall wieder einen hübschen Teil von dem. Neuere und schnellere Monster. Dafür zu bis einen hübschen Teil. Oh wow. Ja gut. Oh shit. Oh, ich brauche einen Greifer. Ah, es hat so gut ausgeschaut. Und. Jawohl.
Okay, wo geht's jetzt weiter? Da kann ich nichts aktivieren. Der Obelisk ist auf einer Deko. Vorsicht, Steinschlag. Naja. Ja dann. Wuhu. Oh shit. Das war jetzt gerade weniger toll. Musst du unbedingt irgendwas wiederbeleben. Ah, da gibt's nichts zum Wiederbeleben. Doch, da ist ein Baum. Giant cannibals. Klingt jetzt so auf Anhieb nicht so toll. Wahrscheinlich wieder zu wenig. Mhm. Virginia King, May 19, 1943. The Sisurians, much like other indigenous peoples, seem to hold strong cultural value in legendary creatures. The most notable one being the creature depicted on all these doorways. It resembles the mythological Wendigo, a fierce creature with an insatiable desire to consume flesh. Wendigos? Aber Neger ist halt jetzt nicht unbedingt einer von den netteren Zeitgenossen.
Okay, da gibt es zumindest nur ein bisschen Leben. In die Pyramide kommen nicht ein, weil ich zu wenig von den Münzen habe. Oh wow. Monströses Maschinchen. Sind die Häuser unsichtbar schon? Okay, die Kleinen kann ich aufsammeln, die Großen nicht. Haben wir wenigstens langsam wieder genug geheilt. Und es gibt wieder ein kleines Upgrade. Oh cool, jetzt können wir übers Wasser laufen. I expect a full report on my desk as soon as testing is complete.
Was? Ey, das ist jetzt wohl unfair. Jetzt wird es langsam Zeit, dass wir den Eingang finden. Da ist ja diese Teufelsmaschine. Oh Scheiße. Jetzt hoch darf man nicht auf den See. Sonst geht das wieder schief wie beim letzten Mal. Und da sind wir schon. Jawohl. Ach komm schon. Das hat doch ausgeschaut, als würde es da weitergehen.
Heißt dann ab nach unten. Das wollte ich mir gerade fragen. Hast du denn die kleinen Geister da unten? Es ist kein Platz für knuffige kleine Geister. Was soll das? Was ich mich halt frage, ist, wo er den riesen Sieg tragt, in einem Rucksack. Scheiße. Was zur Hölle? Ich glaube, jetzt wissen wir, was mit der mit dem Personal passiert ist. Jo, und das Monster ist besiegt. Master.
Gucken wir, wie das wieder aussieht. Jetzt raus. Wow. Okay, Superwaffe, mit der du komplettes Land auslöschen kannst, ohne die Infrastruktur zu bestätigen. Das ist mal richtig krank. Mag diese Orbs jetzt gar nicht mehr verwenden. Ist ja grausam. Bye bye. Ouch. Danger. Thermal core meltdown detected. Cooling protocol initiated. All personnel must
Jetzt kann ja von mir nicht mehr was laufen. Oh shit. Kann der sich denn nicht einfach da festhalten? Wir müssen weg. Fischer's Office. Go. Da vorne schaut es nach Ausgang aus. Ich geh drauf. Ich geh sowas von drauf.
Kratos and the Bravastra Bomb. Power to control the world will lie within the hands of a small few. Every nation on Earth will tremble. Oh, das war ein richtig hübsches kleines Spiel. Natürlich hätte ich jetzt noch mehr erkunden können und nicht ganz so durchrushen, aber der Anzug verleitet halt auch dazu, dass man sprintet. Und so im Nachhinein hinterlässt das doch ein bisschen ein flaues Gefühl. Weil man jetzt erst weiß, dass man im Grunde die Eier von den kleinen Geistern verwendet hat, um seinen Anzug anzutreiben. Aber wir haben es immerhin geschafft, diese Mattinstrumente zu zerstören. Die Musik ist wirklich schön, also es passt gut zusammen. Und es ist sehr stimmungsvoll designt. Also in dem Sinne, genießt die Musik vom Abspann. Und ich hoffe, das Bild gefällt dem einen oder anderen. Und bis zum nächsten Let's Play. Wobei sie eigentlich ein Let's Test werden sollen, aber es ist ausgeartet. Es war toll. Also, ciao, ciao. Thank you.